Meine Pflanzen. Hi, ich bin John Lörinci und das ist mein Fixbird-Project GreenThumb. Aufgrund meiner Wohnsituation zu Anfang der Corona-Pandemie bin ich der ungewollte Vater von 14 Pflanzen geworden. Ich habe mich davor irgendwie nie wirklich mit Pflanzen beschäftigt und hatte auch keine Ahnung, wie man so richtig mit ihm umgeht und worauf man eigentlich achten muss. Um diese Chance direkt als Möglichkeit zu nutzen, habe ich es mir dann zum Ziel gemacht, einen grünen Daumen zu entwickeln, sodass ich letztendlich besser für sie sorgen kann und auch in Zukunft meine Wohnung mit Pflanzen füllen kann. Um diese Erfahrungen zu machen, habe ich mich dann mehr mit den Pflanzen beschäftigt und angefangen, ein Experiment zu machen, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Bei diesem Experiment habe ich alle 14 Pflanzen mehr oder weniger austrocknen lassen, bis die Erde bei allen ungefähr gleich trocken war, und habe sie dann alle mit derselben Menge Wasser gegossen, um dann ein Protokoll zu führen und über die nächsten 2 Wochen zu beobachten, wie sich die Pflanzen verändern, welche Pflanzen mehr Wasser brauchen, welche Pflanzen weniger Wasser brauchen, wie sie sich verhalten und wie man erkennt, wenn es einer Pflanze besser oder schlechter geht. Aus meinen Erkenntnissen, die ich daraus gewonnen habe, habe ich dann versucht, das erste Modell zu bauen. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil man dann 14 Schläuche irgendwie aus der Dusche in die Wohnung hätte verteilen müssen. Und das war nicht der Way to go. Also ich habe mich an Experten gewendet, die für Messeausstellungen und sonstiges Pflanzeninstallationen machen. Die konnten mir auch weiterhelfen mit vielen Tipps und Tricks und haben mir auch noch vieles gesagt, worauf ich achten muss. Zum Beispiel, dass die Pflanzen mehr UV-Licht brauchen, weil hier nicht genug Sonnenlicht reinkommt in den Raum. Und die konnten mir auch weiterhelfen mit den Pflanzenarten, welche Pflanzen sich am besten dafür eignen. In Folge darauf habe ich dann angefangen, die ersten Skizzen für den wirklichen Entwurf dann zu machen, beziehungsweise mir die ersten Gedanken zu machen, wie ich das dann letztendlich hier in der Wohnung umsetzen kann. Darauf folgte dann auch schon relativ kurzfristig mein Umzug in diese neue Wohnung, wo ich jetzt bin. Und eigentlich ist dann auch das Erste, was ich hier gemacht habe, dass ich angefangen habe, das Ganze hier zu bauen. Dafür verwendet habe ich dann diese Kaffeemaschine, die meine Großeltern noch bei sich zu Hause rumliegen hatten. Die hatte einen wichtigen Mechanismus, und zwar, dass ich den Behälter einfach abnehmen konnte von der Basis und er dann wasserdicht war, und wenn ich ihn auf die Basis gestellt habe, ist Wasser durchgeflossen. So dass ich dann einfach nur diesen Wasserbehälter raufstellen muss und das ganze System wird mit Wasser bedient. Somit konnte ich diese dann dafür benutzen, dass ich die Technik unten in die Basis reinbauen konnte. Unten mit dem Schalter ist diese regelbar und genau einstellbar für die Pflanzen, sodass sie nicht über- oder untergossen werden. Dieses System sollte dazu dienen, das Wasser gleichmäßig auf die Pflanzen zu verteilen. Und es sollte natürlich auch einstellbar sein, sodass ich austesten kann, wie viel Wasser die Pflanzen eigentlich brauchen pro Tag, beziehungsweise wie viel eigentlich auch wirklich durch die Pumpe durchkommt, sodass ich dann den Pflanzen entsprechend anpassen kann, wie viel Wasser sie bekommen. Dazu habe ich mir dann noch ein Indikatorsystem ausgedacht, wo ich dann halt immer widerspiegeln kann mit einem Blick, okay, der Pflanze geht es gerade so und so, oder sie braucht mehr Wasser oder weniger Wasser, sodass ich das Ganze dann protokollieren kann und natürlich somit sicherstellen kann, dass es meinen Pflanzen immer gut geht. Schon wieder.